hoffe, Sie hatten einen spannenden Vormittag und auch Nachmittag in diesen zahlreichen Fachsessions. Ich von meiner Seite kann sagen, ich fand es sehr interessant, aus all diesen unterschiedlichen Perspektiven zu hören, wie heute, was passiert mit dem MBARC, was passiert mit der CIMAP-Plattform und so weiter. Also sehr spannend war das Programm. Jetzt an dieser Stelle kommen wir nochmal ins Plenum zurück, um eben ein wichtiges Thema aufzugreifen, das heute Morgen schon thematisiert wurde. Die ganze Fragestellung rund um diese IT-Beschaffungen, IT-Freihänder, letztendlich um diesen Vendor-Lock-in, die es da letztendlich geht. Und hier freut es mich jetzt besonders quasi mit der Schlusssession von heute, das ganze Thema rund um die digitale Souveränität von IT-Beschaffungen nochmals aufzugreifen und eben auch zu vertiefen. Und dazu ist es eine besondere Ehre, heute Andreas Reckert-Lodde zu begrüßen. Du bist der Gründer dieses sogenannten ZENDIS, des Zentrums für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Hast dieses Ganze gegen ganz viele Widerstände, was du noch berichten wirst, aufgebaut und eben auch schon ganz konkrete Dinge umgesetzt. Und das finde ich eben sehr spannend zu hören, was passiert da in Deutschland aus erster Hand. Dein Hintergrund, du hast Elektrotechnik studiert und nachher, man höre, ein Master für Disaster Management und Risk Governance abgeschlossen. Und das ist natürlich gerade so in der Verwaltungsdigitalisierung gibt's kaum bessere Weiterbildung. Und Grundvoraussetzung für Verwaltungsdigitalisierung, genau. Genau, also wir sind sehr gespannt, wie du die Risiken gemanagt hast und ich freue mich jetzt sehr, dein Referat zu hören und dann anschließend die Themen dann nochmal zu vertiefen in der Diskussion. Besten Dank. Ja, vielen, vielen Dank und danke für die Möglichkeit, ein bisschen was dazu zu erzählen. Ich werde versuchen, in 20 Minuten so einen Rundumschlag zu machen. Wie gerade schon gesagt worden ist, haben wir das ganze Thema schon seit ein paar Jahren auf der Pfanne und da könnte ich stundenlang drüber sprechen, aber ich fange einfach mal so ein bisschen an, woher kommt das ganze Thema eigentlich? Genau, Zentrum für digitale Souveränität, wie ist das Thema entstanden? Es gab damals eine Strategie, die wir uns auferlegt haben, gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen, also wichtig hier auch direkt den Zusammenschluss über alle Verwaltungsstrukturen hinweg, eine Strategie aufgesetzt, muss ich jetzt nicht vorlesen, können Sie selber lesen, aber der wichtige Punkt ist eigentlich, und das ist das, was hier zu sehen ist, wir haben uns damals entschlossen, wenn wir Souveränität pushen wollen, müssen wir uns auf drei Grundpfeiler irgendwie committen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir Wechselfähigkeit bekommen. Wir haben in vielen Bereichen, beispielsweise im Standardarbeitsplatzbereich, einen sehr großen Vendor-Login. Das heißt, wir haben teilweise keine Second Source. Also Wechselfähigkeit bedeutet A, es muss überhaupt eine Second Source da sein und B, wir müssen auch dahin kommen können. Stichwort offene Standards, offene Schnittstellen, damit wir überhaupt dann auch die Möglichkeit haben zu wechseln. Also das ist einer der ersten zentralen Säulen, Wechselfähigkeit, damit wir selber festlegen können, welche Tools wollen wir nutzen, welche Abhängigkeiten wollen wir uns auch bewusst begeben. Man kann ja auch bewusst sich in Abhängigkeiten begeben, die man dann aber managen kann wieder. Zweiter zentraler Punkt ist das Thema Gestaltungsfähigkeit. Man spricht überall immer so ein bisschen von den German Specials. Ja, wir haben Specials, aber ich glaube eher, dass verwaltungsübergreifend, egal in welches Land man kommt, relativ viele Anforderungen relativ identisch sind, mal losgelöst von der Sprache dahinter. Und wir müssen so ein bisschen dahin kommen, dass wir unseren Bedarf wirklich einbringen. Also unseren Bedarf einbringen, nicht nur über einen Change Request, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal bearbeitet wird, sondern eher die Möglichkeit zu haben, was wollen wir eigentlich? Wir haben diese Diskussion gerade extrem zum KI-Bereich. Ich persönlich glaube nicht, dass wir all diese riesen KI-Modelle, die es da gibt, brauchen, sondern wir brauchen Modelle, die unseren Bedarf decken. Und die Modelle müssen wir mit unseren Daten füttern, weil es bringt uns gar nichts, wenn wir verwaltungstechnisch einen schönen Vorschlag für eine Entscheidung kriegen, die aber auf Gesetzgebung von Tennessee 1315 beruhen. Also wir müssen auch gucken, wie kommen wir dahin, dass wir unseren Bedarf in Technik implementieren können und unseren Bedarf entsprechend dann auch einbringen können, unsere Anforderungen einbringen können. Und wenn wir Wechselfähigkeit haben, wenn wir Gestaltungsfähigkeit haben, dann kommen wir auch in den Bereich rein, dass wir Einfluss nehmen können. Ich kann einfach nur berichten aus den letzten Jahren, wo wir Themen getrieben haben. Ich habe 2019 diese Studie mitverantwortet zur Abhängigkeit von einem großen Hersteller, die wir da veröffentlicht haben. Und seitdem haben wir immer mehr Dinge vorangetrieben und dadurch auch immer mehr Bewegung in die Hersteller reingebracht. Stichwort souveräne Cloud-Lösungen. Auch wenn das teilweise erstmal nur Namensgebungen sind, aber zumindest bewegt sich der Markt, wenn er feststellt, dass wir als öffentliche Hand, einer der größten Auftraggeber überhaupt, da sagen, was wir gerne haben möchten. Also auch das Thema Kompetenzen spielt da mit rein. Das Thema Fähigkeiten, starke Auftraggeberfähigkeit, Rollen aufzunehmen. Das sind alles Dinge,
die uns motiviert haben, in dieser Strategie dahin zu kommen, dass wir sagen, okay, um diese Dinge umzusetzen, brauchen wir einen Arbeitsmuskel. Das heißt, nicht jeder soll diese Fähigkeiten haben, nicht jeder muss alles selber aufbauen. Wir haben in Deutschland 11.000 Kommunen, wir haben 16 Bundesländer, wir haben verschiedene Bundesressorts. Das heißt, Begriffe wie Ressorthoheit, Föderalismus, kommunale Selbstverwaltung führen nicht immer dazu, Digitalisierungsprojekte zu beschleunigen. Das ist in der Schweiz sicherlich ähnlich. Und auch dazu gucken, okay, wenn wir so etwas machen, machen wir es zentral. Digitale Souveränität ist sicherlich ein sehr breiter Rahmen, das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Also es geht hier darum, man kann auf der einen Seite der Medaille anfangen, von seltenen Erden zu sprechen, bis hin zum Thema Kompetenzen. Und wir haben uns damals gesagt, okay, wir müssen irgendwo mit anfangen. Und unser erster Startpunkt ist im Endeffekt das Thema Open Source. Das ist quasi die erste Aufgabe des Zentrums für digitale Souveränität, sich um mehr Open Source in der deutschen Verwaltung zu kümmern. Warum ist Open Source für uns so wichtig? Und ich will mal so ein bisschen weggehen von dem Thema Souveränität. In keinem anderen Bereich ist so viel Innovationsfähigkeit wie im Open-Source-Bereich. Es gibt einen Grund, warum alle großen Hyperscaler ihre Innovationen daraus ziehen. Es gibt Gründe, warum verschiedene Hersteller GitHub crawlen, um daraus Innovationen zu ziehen. Also wir als Verwaltung selbst, wenn wir von Innovationen profitieren wollen, müssen wir Open-Source nutzen, weil da extrem viel Open-Source gerade passiert. Wir haben dieses Thema kollaboratives Arbeiten. Ich hatte vorhin diese Struktur Bund, Länder, Kommunen angesprochen. Das ist etwas, wo wir momentan extrem viel Kompetenzen noch liegen lassen, weil wir könnten viel mehr zusammenarbeiten. Das ist ein schönes Beispiel, Hundesteuer. Ich weiß gar nicht, ob es in der Schweiz gibt, sicherlich sowas Ähnliches, aber jede Kommune baut da was Eigenes. Also die Münchner haben jetzt das Projekt Wuff aufgebaut, Gelsenkirchen macht Hund und irgendeiner wird noch Bello oder sonst irgendwie was oder Dog oder sowas bauen. Die wissen voneinander aber nichts. Und auch da Möglichkeiten zu schaffen, dass sie kollaborativ an Lösungen arbeiten, gemeinsam an Lösungen arbeiten, sieht man auch in der freien Wirtschaft. Es gibt einen Grund, warum VW und Mercedes im Bereich autonomes Fahren enge Kooperationen machen, und zwar nur über Open Source, weil sie es anders gar nicht hinkriegen. Mercedes investiert momentan im Bereich Open Source massivst, weil sie wissen, dass das der einzige Weg ist, sich nicht von anderen abhängig zu machen und aber auch gleichzeitig kollaborativ Lösungen gemeinsam zu nutzen, weil nicht jeder alles alleine schaffen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weswegen Open Source neben diesem Thema offene Standards, offene Schnittstellen, Nachnutzbarkeit auch wirklich ein Punkt ist, wo wir gucken müssen, wenn wir als Verwaltung innovative Lösungen machen wollen, wenn wir gemeinsam arbeiten wollen, wenn wir übergreifend, also ich bin ja jetzt auch hier, damit wir mit der Schweizer Regierung gemeinsam Dinge tun können. Wir machen momentan viele Projekte mit den Franzosen, mit den Niederländern. Ich war vor wenigen Wochen, durfte ich bei den Vereinten Nationen in New York darüber einen Vortrag halten, weil auch da das Thema Open Source viel mehr getrieben wird jetzt. Also es ist momentan etwas, wo man auch wirklich merkt, wie können wir Dinge gemeinsam machen. Und letztendlich ist es vollkommen egal, welche Sprache dann über die entsprechenden Tools verwendet wird. Komme ich gleich nochmal ein Beispiel dazu. Also Open Source, wichtiger Bestandteil. Souveränität ist viel, viel mehr als Open Source. Aber wir haben uns gesagt, ehe wir noch weitere 10 Jahre in der Konzeption verharren, fangen wir irgendwo mit an. Und das ist quasi das, was wir jetzt seit 2002 begonnen haben. Wir haben 2002, am 14. Dezember, habe ich 2022 die GmbH formell mit dem Staatssekretär Markus Richter gegründet. Dann war ein Jahr lang im Endeffekt formelle Dokumente erstellen, weil auch wir als GmbH des öffentlichen Dienstes nicht mal so eben schnell gegründet werden können, sondern auch das diverse Rahmenbedingungen mit sich gebracht hat. Aber die Zielrichtung ist im Endeffekt das, dass wir als Bindeglied zwischen dem Open-Source-Ökosystem und der Verwaltung interagieren wollen. Weil, das muss man auch ganz fairerweise mal sagen, Verwaltung ist schon eine Blase für sich und Open Source ist auch manchmal so eine Blase für sich. Und um diese beiden Dinge zu vernetzen, voranzubringen, zu erklären, warum braucht ihr das denn überhaupt und warum ist das wichtig? Also wir diskutieren über Dinge wie Barrierefreiheit, wo man sich selber sagt, ist doch vollkommen klar, dass es barrierefrei sein muss. Aber wie machen wir das denn nach im Detail? IT Security. All das sind Dinge, wo wir so ein bisschen versuchen, das Bindeglied zu machen. Wir sind momentan als Zendes 20 Mitarbeiter aktuell. Wir haben noch weitere Freelancer, dass wir so auf ca. 50 Köpfe kommen gerade, die das Thema treibt, damit wir genau diese Rolle auch einnehmen können. Und das Zielbild ist im Endeffekt, dass genau das nicht passiert. Aus verschiedenen Verwendungen, die ich vorher mal hatte, gab es einen Bereich, wo damals die Länderpolizeien angefangen haben, als Messenger rauskamen, Messenger selber zu bauen. Und damals hatten wir bei den 16 Landespolizeien und der Bundespolizei nachher 15 verschiedene Messenger-Lösungen, die, oh Wunder, nicht interoperabel miteinander waren. Und an der Einsatzstelle wurde dann WhatsApp genutzt. Das ist wenig zielführend. Und letztendlich
ist das, was wir als Bedarf haben an einem Messenger, relativ identisch. Ich will ein Bild verschicken, ich will Texte verschicken, ich will kommunizieren können. Ob der Hintergrund jetzt Camouflage für die Bundeswehr ist oder das bayerische Staatslogo trägt, ist relativ egal. Und um da zu sagen, okay, diese Dinge bündeln wir. Also eine der Aufgaben von Zendesk ist bewusst, Produkt-Co-Entwicklung zu machen. Das heißt nicht, dass wir selber Entwickler einstellen im großen Stil und ich stelle mir keine 100 Leute in den Keller, die coden, sondern es geht darum, mit den Industrievertretern, die es ja gibt, also mit dem professionalisierten Open-Source-Markt gemeinsam zu sagen, hör mal zu, wir bauen etwas, stellen es Open-Source, dann kann es jeder nutzen. Wir können gemeinsam daran weiterentwickeln, wir können gemeinsam diese Tools auf ein Level heben, wo sie unseren Bedarf decken. Und das ist im Endeffekt eine der zentralsten Aufgaben, die wir machen. Ich komme gleich nochmal zu dem Projekt OpenDesk und Open Code, wo wir genau versuchen, diese Synergien zu heben. Und ich komme gleich auch nochmal weiter dazu, wie wir das genau machen, Stichwort vergaberechtliche Schnittstellen und so weiter und so fort. Aber hier ist einfach nochmal wichtig, die Grundanforderung, die wir an Verwaltungsdigitalisierung haben, ist relativ identisch. Klar gibt es immer mal rechts ein bisschen, links ein bisschen, aber das, was an Tools da ist und wie wir selber unseren Bedarf auch einbringen können und diese Dinge weiterentwickeln können, das können wir relativ einfach zentral lösen. Das wollen wir mit Zendesk verwaltungsübergreifend für alle Bereiche in Deutschland aufsetzen und machen. Zwei zentrale Punkte davon ist einmal das Projekt OpenDesk, wo wir gerade dabei sind, eine Alternative zur gängigen, ich sage jetzt mal Microsoft 365-Lösung und zur G Suite auf den Markt zu bringen für die Verwaltung. Man muss immer so ein bisschen gucken. Wir investieren ja Steuermittel, das heißt, was wir machen, machen wir für den Public Sektor. Aber natürlich ist es Open Source. Und jeder andere könnte es theoretisch auch nutzen. Wir machen es aber mit dem Fokus für Verwaltung, weil das entsprechend nach europäischem Vergaberecht auch wichtig ist, dass wir diesen Schritt entsprechend so auch formulieren. Also OpenDesk ist eine Alternative, die wir eingesetzt haben, wo momentan 8 verschiedene Lösungen von 8 Herstellern integriert werden. Also ich sage immer, gut abgehangene Technik. Wir entwickeln nichts Neues. Was wir neu entwickeln, ist der Glue zwischen den Lösungen. Wie man automatisiert aus der Open Exchange, zum Beispiel aus der Microsoft-Alternative für Outlook, Kalendereinträge direkt mit Videokonferenzlösung mit Jitsi verlinkt, wie man auf Dateien zugreift in der Nextcloud, also im Endeffekt den Glue dahinter, damit im Backend alles zusammenläuft, damit der Nutzer vorne nicht 8 verschiedene Produkte sieht, sondern ein Produkt sieht. Das machen wir mit OpenDesk. Da gibt es jetzt auch ein neues Release zu. Allein das sind wir in der Tiefe zu erzählen, würde mehrere Stunden dauern. Von daher einfach nur, Sie können es sich gerne angucken, OpenDesk.eu. Da kann man sich auf die einzelnen Dinge das mal angucken. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal in der Diskussion drüber. Open Code ist eine Plattform, die wir gegründet haben, um bewusst die Kooperation über eine Plattform zu ermöglichen, damit wir verwaltungsübergreifend, also die Kommune links mit der Kommune rechts mal reden kann, was sie vorher nicht getan haben, einen Ort schaffen, wo wir gemeinsam A, über ein reines Repository natürlich Softwareprojekte ablegen, B, aber auch Diskussionsforen machen und auch FAQs ablegen. Was ist eigentlich Open Source? Was sind die guten, was sind die schlechten Lizenzen vielleicht für meine Projekte? Wie komme ich an Lösungen? Was ist vergaberechtliche Rahmenbedingungen zum Beispiel? Also kann ich, was unsere Lesart immer noch ist, die Software so nutzen? Ich muss nur den Service dahinter wieder ausschreiben. All das sind Dinge, die wir auf der Plattform zur Verfügung stellen. Wir stellen sie auch im Englischen zur Verfügung. Das heißt, wir haben diese Plattform von Anfang an so aufgesetzt, dass sie auch entsprechend im Englischen zur Verfügung steht, entwickeln sie gerade intensiv weiter. Aber auch dazu, das im Detail zu erklären, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wichtig fürs Konstrukt Zendesk. Wir haben lange darüber nachgedacht, was die richtige Rechtsform ist, damit wir dieses Thema auch vernünftig treiben können, bundländerübergreifend. Und hier ist der Hauptgedanke gewesen, einfache Zugänge schaffen, vergaberechtlich einfach miteinander arbeiten können. Der Bund hat jetzt diese GmbH gegründet. Jetzt wären die Ländergesellschafter bei Zendesk. Da sind wir jetzt gerade im Prozess. Das heißt, die Länder kommen dazu, dann binden wir die Kommunen und IT-Dienstleister ein durch einen Beitritt bei einer Genossenschaft, die schon existiert, der GAF Digital. So schaffen wir es im Endeffekt, Bund, Länder, kommunal übergreifend eine Inhouse-Kette zu bauen, sodass, wenn Zendesk sich darum kümmert, Projekte zu machen, also A, man kann uns beauftragen, Dinge zu tun, dann können wir über eine Allianz der Willigen gemeinsam an diesen Dingen arbeiten. B, aber auch, wenn wir Rahmenverträge zur Verfügung stellen für Lösungen, damit man Subscriptions, Support dahinter kriegt, dann schreiben wir das einmal aus und es können alle nutzen. Durch diese Inhouse-Kette. Das ist, glaube ich, relativ wichtig für uns, um auch erfolgreich zu sein, weil wir müssen auch gucken, dass wir nicht in Silos denken, sondern das übergreifend machen. Das, was wir jetzt mit den Vergabeketten national aufgesetzt haben, prüfen wir auch gerade auf europäischer Ebene. Also wie können wir auch im europäischen Kontext gemeinsam miteinander interagieren und arbeiten? Weil meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren föderaler IT-Projekte ist, dass wir häufig an solchen vergaberechtlichen Schranken danach hängen bleiben, weil wir nicht genau wissen, wie muss ich das ausschreiben, wie arbeite ich zusammen, dass wir diese Dinge entsprechend dann zusammen aufgesetzt kriegen. Und das ist etwas, wo
wo wir sehr viel Energie reingesteckt haben. Ich glaube, allein die Rechtsformanalyse waren 250 Seiten, die wir geschrieben haben, mit allen möglichen Optionen, die wir da hatten. Hat sich, glaube ich, aber gelohnt, um halt nachher auch ein optimales Modell rauszufinden, was auch rechtsfähig nachher ist, damit wir hier agieren können. Und auch, das vielleicht nochmal als Nebenbemerkung, wir haben es auch bewusst ein Stück weit von der Ministerialverwaltung weggezogen, damit wir nicht im politischen Daily Business hängen, sondern auch als GmbH handlungsfähig sind, auftragsfinanziert arbeiten können, mit denen, die jeweils Interesse haben und nicht an einem Ministerium hängen, sondern da auch wirklich in der Gesellschaftsstruktur mehr Flexibilität haben. Was wir momentan in Deutschland noch nicht so richtig haben, ist das Thema Vorrang vor Open Source. Wir stellen immer wieder fest, dass, aus welchen Gründen auch immer, meistens ist das, das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht, der Grund, warum Software beschafft wird im proprietären Bereich. Das ist etwas, wo wir halt versuchen, gerade auch durch Vergaberechtsreformen ein bisschen Druck auszuüben, zu sagen, Leute, wir müssen das anders machen. Und da ist für mich noch nicht mal der entscheidende Punkt, Open Source da rein zu formulieren, dass wir Vergaberecht im Vergaberecht Open Source stehen muss, sondern es muss digitale Souveränität drinstehen. Es muss drinstehen, dass wenn wir Lösungen haben, sei es bei der Cloud-Beschaffung, sei es bei der Netzwerktechnologie oder egal wo, uns vorher Gedanken machen, wenn ich da reingehe, wie komme ich denn da wieder raus? Und das auch bewerten damit und nicht nach dem günstigsten Angebot gucken. Ich weiß nicht, wie die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen hier laufen. Ich weiß, wie sie in Deutschland laufen. Und da ist der Preis ein sehr, 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 sehr wichtiges Kriterium. Und wenn wir die Chance haben, vergaberechtlich Souveränität mit reinzufordern, in die Bewertung mit reinzukriegen, dann haben wir andere Hebel. Und Open Source ist dann das Werkzeug, was wir in der Softwarebeschaffung dafür nutzen. Aber wo wir hinkommen müssen, ist es, dass wir hier andere Rahmen schaffen. Und da sind wir gerade dabei, das auf einer politischen Ebene zu treiben. In einzelnen Gesetzen steht jetzt auch schon Open Source mit Vorrang drin. Online-Zugangsgesetz zum Beispiel sind Dinge, wo wir es punktuell drinstehen haben. Ich persönlich glaube aber, man muss den breiteren Rahmen schaffen, dass man allgemein sich Gedanken macht, wenn ich Wechselfähigkeit herstellen will und Gestaltungsfähigkeit, muss ich bei einer Beschaffung dafür Kriterien auflegen, die neben einem Preis im Bereich der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch hierfür Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist, glaube ich, so das Zentralste, wie wir gerade versuchen, im Beschaffungswesen Dinge anders zu machen. Wir haben diese Plattform Open Code aufgesetzt, um halt auch darüber einfachen Zugang zu ermöglichen. Dass also quasi, wir haben angefangen, oder ich habe damals angefangen, ich sage mal, eher mit der Techie-Seite darüber zu diskutieren. Wir bauen ein GitLab, da legen wir Software ab, weil es ist digitale Daseinsvorsorge, dann haben wir Zugriff darauf. Wenn mal irgendwer die Überseekabel kappt oder ein Präsident in Amerika keine Lust mehr hat, haben wir vielleicht keinen Zugriff mehr auf die Software, die auf GitHub liegt. Und es sind ja auch schon Staaten ausgeschlossen worden bei GitHub, muss man ja klar so auch so konstatieren. Auch mit anderen Begründungen, aber es geht halt. Und dazu sagen, okay, wir müssen A, erstmal gucken, dass wir im Bereich der digitalen Daseinsvorsorge die Software, die für uns wirklich betriebsrelevant kritisch ist, dass wir die selber im Zugriff haben. Und zum Zweiten aber auch darüber gucken jetzt, wie wir mit der Plattform einen Ort schaffen, wie auch dann die Beschaffer, ich sag mal die Ministerialbeamten, auch Zugriff darauf kriegen. Das heißt, wir haben Diskursboards implementiert, dass Leute auch darüber mal diskutieren können, wie machst du das eigentlich, sich austauschen können. Wir haben Softwareverzeichnis hinterlegt, dass wenn ich jetzt beispielsweise feststelle, ich brauche ein Terminvergabetool, ist in der Corona-Pandemie häufiger mal nachgefragt worden. Dann gab es Länder, die das gemacht haben. Die Stadt Berlin hat damals was gebaut. Die wussten aber nicht, wohin damit, wie sie es anderen zur Verfügung stellen können. Dann können sie es da ablegen. Das heißt, ich suche dann nach Terminvergabetool, stelle fest im Softwareverzeichnis, es gibt drei, vier Lösungen. Und dann bauen wir dahinter, da sind wir jetzt gerade dabei, eine Testumgebung, ein Sandbox-System, wo ich da einfach mal prüfen kann mit ein paar Leuten. Weil ich muss ja keine Lizenzen bezahlen. Ich muss es ja nicht vergeben. Ich kann es einfach mal nutzen. Und stelle dann fest, die Lösung A, B, C gefallen mir, es funktioniert. Dann kann ich sie entweder, weil wir vorher Standards gesetzt haben, was die Softwareentwicklung betrifft, also Kubernetes, Helmcharts, technische Sachen festgelegt haben, relativ einfach ist, in jeder x-beliebigen Cloud ausrollen. Weil das sind Standards, die versteht eine Azure, versteht die AWS, die Google, selbst Alibaba, die verstehen alle möglichen Cloud-Hersteller. Und dann kann ich es da rein deployen. Dann habe ich zumindest erstmal den Service. Und dann muss ich mich darum kümmern, wie komme ich zu dem Third-Level-Support, zu den Subscriptions dahinter. Das heißt also, ich kann das Tool vergabefrei nutzen und damit auch Erfahrungen sammeln. Ist das gut, ist das schlecht? Und wenn ich was ändern muss, ist es Software, Open-Source-Software. Ich kann es selber verändern oder ich kann Leute beauftragen. Wenn mir grün nicht gefällt, ist es in rot zu machen oder das bayerische Staatslogo in jeder Ecke irgendwie sichtbar zu machen. Das kann man tun. Und dann geht es im Endeffekt darum, auf dem nächsten Step zu gucken, wie schaffen wir es jetzt auch, dann über dieses Rechtskonstrukt Inhouse-Kette, was ich vorhin dargestellt habe, Rahmenverträge zur Verfügung zu stellen, über dann, dass dann auch Service nutzbar ist. Das heißt also nicht, dass wieder jede Kommune selber einen Rahmenvertrag ausschreiben muss,
sondern wir gucken, was sind die großen Tools. OpenDesk ist jetzt ein so ein Thema, da haben wir eine europäische Ausschreibung durchgezogen. Das heißt, wir können über den Rahmenvertrag, den wir zur Verfügung stellen, können die, die eine Inhouse-Kette bei uns haben, diese Verträge nutzen. Damit schaffen wir auch da wieder einen niederschwelligen Zugang zu diesen Lösungen. Und parallel sind Dinge, die wir jetzt auf der Plattform machen, gemeinsam mit dem BSI, die Cybersecurity-Leuten, automatisiert den Code auch zu prüfen, also Sicherheitsniveaus zu erhöhen. Ich weiß nicht, wie sehr sie in den Themen S-Bombs drinstecken, Software Build of Materials, ist eine NIS-2-Richtlinie, Cyber Resilience Act, alles Dinge, die jetzt da kommen, die umgesetzt werden müssen, wo wir mehr Security auch bewusst auch brauchen, fairerweise. Also wir müssen da was tun. Das können wir aber auf dieser Plattform machen, und zwar einheitlich. Das heißt, wir schaffen damit auch einen Ort, nicht nur, wo wir Software sehen, wo wir kommunizieren können, wo wir auch einheitliche Sicherheitsniveaus aufbauen können. Weil ich glaube, und das haben ja auch mehrere Landkreise und Kommunen immer wieder gespiegelt, sie sind froh, wenn man ihnen ein Stück weit die IT wegnimmt. Weil derjenige, der für IT zuständig ist, ist gleichzeitig der Hausmeister, gleichzeitig der Veterinär und hat irgendwie noch 3, 4 andere Jobs. Der kann sich nicht darum kümmern, ob das jetzt IT-Security-mäßig wirklich durchgecheckt ist oder nicht. Deswegen nimmt er ja proprietäre große Rahmenverträge, weil er weiß, da ist jemand, der kümmert sich, oder im Zweifel ist er zumindest schuld, wenn was nicht funktioniert. Und das sind Dinge, die wir versuchen damit auch aufzubrechen und sagen, Leute, wir schaffen damit Zugang zu Lösungen. Wir schaffen einen Rahmen, wo jeder im Endeffekt sehen kann, was ist da, was kann wiederverwendet werden und was auch vergaberechtskonform entsprechend A, weil das Software erstmal lizenzfrei nutzbar ist, selber nutzen kann. Und wenn ich sage, okay, es ist für mich jetzt kritisch, ich brauche dafür einen Service dahinter. Also ich würde sagen, Terminvergabetool aktuell vielleicht in der breiten Masse nicht systemrelevant. Damals, Corona, war es systemrelevant. Es gibt auch sicherlich Bereiche, wo es systemrelevant ist. Also brauche ich dafür Service, Third-Level-Support. Ich will, dass es immer funktioniert. 24/7. Und dafür dann entsprechend die Möglichkeit schaffen, Verträge zur Verfügung zu stellen, damit auch da wieder nicht jeder seins machen muss, sondern da auch wieder größere Lösungen machen. Und seien wir mal ehrlich, nichts anderes machen die großen Hyperscaler gerade auch. Sie nutzen Verträge, die da sind, damit möglichst darauf profitieren können. Hier haben wir nur die Chance, wir können selber bestimmen, was in diesen Verträgen steht. Wir können die Software selber anpassen, wir können unseren Bedarf da reingehen. Und wir können auch, wenn uns der Lieferant, das ist das Gute bei Software, Open-Source-Software, wenn der Lieferant A nicht mehr performt, der Service bringen soll, kann ich wen anders damit beauftragen. Es gibt ja große Unternehmen wie eine Red Hat, deren Businessmodell es ist, verschiedene Open-Source-Softwaren mit Service zu versorgen. Videokonferenz Jitsi. Ich glaube, in Deutschland gibt es alleine 10 oder 12 Anbieter, die Service für Jitsi anbieten. Das ist was anderes als für Teams. Da gibt es nur einen. Und das sind Dinge, die uns bewusst machen müssen, wie wir dann Gestaltungsfähigkeit, Wechselfähigkeit da reinkriegen, wie wir unseren Bedarf artikulieren können. Und meine Wahrnehmung ist gerade, dass wir mit der Plattform jetzt, das sind 4.700 Nutzer, also wirklich Verwaltungsnutzer, die da registriert sind. Das ist eine Plattform von der Verwaltung für die Verwaltung. Die Repositories, also die Projekte, die da drauf liegen, angefangen von der E-Gesetzgebung bis hin zu OpenDesk, bis zu Hundesteuertools, das sind Dinge, die da abliegen, wo gemeinsam geguckt wird, okay, wie finden wir bessere Lösungen, wie können wir gemeinsam Synergien finden und wie kommen wir dahin, auch einfacher Software mal zu evaluieren, zu testen und zu nutzen, um dann in Step 2 zu gucken, wie kriegen wir den Service dafür. Das beschleunigt auch massiv diesen Beschaffungsprozess. Und es verändert vor allen Dingen auch, und das ist, glaube ich, etwas auch, was ich in, ich sage mal so scherzhaft, ich habe von 15 Jahren öffentlicher Sektor 13 Jahre für Anforderungserhebung verschwendet, weil man ständig Riesendokumente an Anforderungserhebungen aufschreibt. Wir können da einfach gucken, was ist da, sagen, das passt zu 95% und die letzten 5% machen wir selber. Also nicht selber als Person, aber wir suchen uns jemanden, der es für uns baut. Und so kommen wir ganz anders in Geschwindigkeiten rein. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, hier Geschwindigkeiten und das aufnehmen zu können. Und auch, das ist einfach Beschaffung, ist einfach der zentrale Punkt, weil da fängt eigentlich der zentrale Bereich dann wieder an. Und wenn wir da Veränderungen stattfinden lassen können, ist Open Source aus meiner Sicht und auch aus der Sicht ganz vieler, die wir mittlerweile da ja als Kommunikationsgruppen auch haben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Natürlich ist das alles noch nicht am Ende, sondern da ist noch viel weiter zu tun, aber wir haben mittlerweile relativ große Nutzeranzahlen. Die Plattform ist im Englischen auch verfügbar. Wir machen momentan viele Diskussionen mit den Niederländern darüber, die gemeinsame Nutzung der Plattform aufzusetzen und auch mit der Schweiz hoffentlich, wenn wir da noch Möglichkeiten der Kooperation finden, weil auch das muss ja dann nicht wieder selber jeder selber machen. Aber da kann man, glaube ich, ganz viel daraus lernen. Wir werden dieses Jahr auch noch mindestens 1 Million in die Weiterentwicklung investieren, um diese Plattform noch weiter voranzupushen. Und die wird dann auch wieder von eigenen IT-Dienstleistern betrieben, damit wir auch da die Hand wieder draufhalten, dass die Verfügbarkeit gegeben ist. So. Ich habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid.
Super, ganz vielen Dank. Applaus für Andreas Reckert-Lohne.